Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei einer Runde Diablo 3 und vor uns kniet nicht Imperius. Nein, wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, ist der down gegangen, weil ja, Diablo hat den Kristallbuch angegriffen und nun müssen wir Diablo aufhalten. Tyrael hat ja mit uns gesprochen, hier können wir jetzt nochmal ja, die Sachen hier durchhauen, aber mein Gott, ganz ehrlich, nein. Wir gehen zum Kristallbogen und wollen wissen, ob wir Diablo jetzt direkt gegenüberstehen, ja oder nein. Findet Diablo? Ich bin gefangen. Oh, Alter. Geht ohne mich weiter. Okay. Oh, wir haben ja noch ein paar Sachen drin im Inventar, ne? Oh, sogar sehr viele Sachen. Warte mal. Auf keinen Fall. Mist. Shit. Ich dachte, unser Inventar wäre leer gewesen. Jetzt können wir auch gar nicht zurück, ne? Keine Chance, oder? Nee. Oh, wird man unser Inventar noch leer machen sollen? Verdammte Axt. Vielleicht hinterlässt er nämlich voll die coolen Sachen. Hier, das können wir zum Beispiel wegwerfen. Haben wir noch so eine Sachen, die gar nichts wert sind? Das hier zum Beispiel. Ja, das ist schon was wert. Was haben wir hier so? 500, ja, das kann weg. Das kann weg. Falls wir jetzt nämlich wirklich gegen Diablo kämpfen, wird er, ich gehe mal davon aus zumindest, irgendwelche coolen Sachen droppen. Ja, oder ich hoffe es, sagen wir es mal so. Und da wäre natürlich cool, wenn wir da ein bisschen Platz im Inventar hätten, um die dann auch mitnehmen zu können, ey. Weil nachher haben wir da voll das coole Ding, Alter, können die unsere Tasche leer machen und müssen es voll liegen lassen. Nee. So. Aber so muss der Platz auch erstmal reichen. Alles klar, lassen wir das Blödsinn eigentlich einfach liegen und gehen weiter. Und ist hier Diablo? Ist hier das Übel allem Bösens? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber das sieht auf jeden Fall aus wie ein Kampffeld hier. Und da ist er. Diablo. Die sieben Übel sind eins in mir. Yeah. Ich bin Legion. Alles klar, er ist Legion. Aha. Von mir aus kannst du auch Carlo Koch sein. Unsere Aufgabe ist es, dich platt zu machen. Und ganz ehrlich, Zeit. Die Aufgabe werden wir auch erfüllen. Mehr Wut. Ob du das lustig findest oder nicht. Oh, Alter, der ist eingesperrt, der Affe. Nein, was hat der noch für ein Auftrag? Okay, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, wenn diese Dinger da auf dem Boden auftauchen, diese im Dunkeln, also diese dunklen. Da macht er diese ätzende Scheiße. Wir rufen unsere Uranfreunde, ey. Mein Gott, ich kämpfe alleine, ne? Warum tue ich mir das denn an? Noch nicht. Diablo. Das oberste Übel. Alter, dich mach mal fertig, Junge. Knack. Du kriegst richtig Lack, Alter. Damit das klar ist hier. Alleine schon dafür, was du allen Leuten angetan hast. Mein Schreckensreich wird dich nun verschlingen. Dein was bitte? Oh. Nur durch einen Sieg über uns wirst du in dein eigenes Reich zurückkehren können. Alles klar. Ist jemals aus den Tiefen seiner eigenen Ängste aufgestiegen. Gut, wir müssen also auf unsere eigenen Ängste Acht geben. Schattenklon. Okay. Ja. Den machen wir erstmal fertig hier. Knack. Schatten von Diablo. Da ist er. Ey, hören wir uns auf, uns so einzusperren. Das ist Cheaten. Ey, das ist Cheaten, du hältst uns fest. Mehr Wut. Davon halten wir überhaupt rein gar nichts, damit das schon mal klar ist hier. Wir haben überhaupt niemanden im Stich gelassen. Oder haben wir wieder einen Schattenklon? Der wieder eins auf der Mütze haben will. Wir haben keine Furcht. Wir sind der Nephalem, merkt ihr das? Na, wo bist du? Wo bist du? Noch nicht. Da bist du mieser Scheißer. Oh, wir müssen hier weg. Wir müssen da weg. Nein. Mist. Ich glaube schon, mein Freund. Ich glaube schon. Jetzt.
könnten unsere Uran-Freunde rufen. Aber wer weiß, was danach kommt. Und den kriegen wir gerade ganz gut hin. Oh, da haben wir den Schattenklon. Diablo oder Diablo Schatten. Wir haben niemanden verraten, der uns vertraut hat. Wir haben immer alles gegeben. Und du kannst uns das auch nicht einreden. Das kannst du vergessen. Wir sind vielleicht sterblich. Aber für dich reicht das allemal. Nein, jetzt sind wir schon wieder eingesperrt. Dabei war ich doch gar nicht drinnen. Was willst du, hä? Was willst du, Diablo? Wir machen dich einfach fertig, Junge. Du hast keine Chance dagegen. Ich brauche mehr Zeit. Was? Ach. Dieses erbärmliche Licht muss ausgelöscht werden. Wir machen dich fertig. Edgy Badgy, Edgy Badge. Und alles, von wegen. Was du jemals kanntest, alle, die du jemals geliebt hast, werden zusammen mit dir sterben, Nephalem. Nein. Wir werden dich umbringen, mein Freund. Dich. Das geht noch nicht. Und dann hat sich das mit dir erledigt hier. Und jetzt rufen wir uns an, Freunde. Und jetzt kriegst du richtig auf den Sack. Und weißt du warum? Einfach nur, weil du es einfach auch extrem verdient hast, richtig derbe eins abgebrecht zu bekommen. Na, komm, wir machen dich so fertig, Alter. Du hast keine Chance. Du siehst hier keine Sonne, Junge. Oh, Diablo ist schon gut gewesen. Und Flächenattacke, Flächenattacke. Haha, Diablo. Was ist los mit dir, hä? Was ist los? Was ist los? Wo ist das Fresse vorbei? Ja, spuck doch Feuer. Du bist jetzt eh Geschichte. Und das ohne Uran, Freunde, jetzt am Ende. Flächenattacke zum Abschluss. Knack. Genug Wut. Erfolg, das oberste Übel. Bam. Komm, wir hauen nochmal drauf, Alter. Einfach so. Paar coole Sachen eingesammelt hier. Mein Gepäck ist voll. Alter, können wir jetzt? Okay, weiter. Können wir denn jetzt zurück? Ich muss zurückkehren. Okay, 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 okay. Warte mal kurz. Ich will nur unbedingt die Stiefel mitnehmen. Die da. Die mache ich auch mal kurz cool. Dann wollen wir mal sehen. Ja, extrem hart. Knatz. So. Wir reisen jetzt einmal schnell zurück. Ich würde nämlich gerne unbedingt die Sachen da haben. Wir haben aber Diablo auf jeden Fall schon mal besiegt. Das oberste Übel ist Geschichte. So, schnell Platz machen im Inventar. So. Düpp, düpp, düpp. Düpp, düpp. Alter, hier auch hier. Schaden 0,2 Zähigkeit. Heilung geht aber extrem rapide hoch. Stärke geht ein bisschen runter, Vitalität steigt natürlich, ja klar. Regeneriert pro Sekunde. Erhöht den Schaden von Hammer der Uran um 10% nur Barbar getötet in der Erfahrung. Ja, da müssen wir unbedingt mal durchschauen, was wir hiervon behalten wollen. Aber erstmal verticken wir mal schnell die Sachen, die wir auf gar keinen Fall behalten. Mit dem Abenteurerleben versucht. Die komplett rot sind. Für mich. Zu viele Schmerzen. Zu wenig Profit. Das war Kreuzritter. Das kommt ja erst Reaper of Souls, die Klasse. Die haben wir noch nicht. Noch nicht. Ja, man weiß ja nie, was uns noch so hier so entlang führt, so in diesem Spiel. Schauen wir mal. Dann haben wir das hier, behalten wir auf jeden Fall noch. So, Ring, den kann eigentlich auch weg. Aber ich glaube, wir haben erstmal genug Platz, um alles einzusammeln da. Und das ist ja das, was uns erstmal nur interessiert. Alles mitnehmen zu können. So, sehr geil. Was haben wir hier nochmal eingesammelt? So, das hatten wir schon. Da oben nochmal Hände. Okay, okay, okay. Das läuft. Gut, das sind ja unsere optionalen Helfer, die wir noch haben können. Das ist auch okay. Und da ist Auriel.
Der Tag ist gerettet. Diablo ist besiegt und mit ihm alles Böse. Schön. Das war unser Seid Ziel. Seid euch da nicht so sicher. Das wahre Böse stirbt niemals wirklich. Die Zeit wird es zeigen. So sieht's aus. So, damit haben wir noch eine Belohnung. Und jetzt wählt okay, um das Spiel zu beenden und zum Hauptmenü zurückzukehren. Ich drücke mal auf Abbrechen. Der Tag ist gerettet. Seid euch dann... Die Zeit. Ah, okay. Paragonstufe? Ich glaube, wir waren bei Defensiv, oder? Ja. Abkriegszeiten, kritische Trefferchance, kritische Trefferschaden. Na komm, wir hauen nochmal Angriffszeit. Angriffszeit ist immer perfekt. So, damit hätten wir das jetzt eigentlich erledigt. Ich habe gedacht, jetzt kommt ein Abspann oder so. Und den können wir uns reinpfeifen. Aber nee, so wie es scheint nicht. Der Tag ist gerettet. Drück das mal weg. Seid euch die Zeit wird es. Und drück mal auf OK. Kommen wir jetzt einfach nur stumpf ins Hauptmenü? Nein. Video. Am Ende war es ein sterbliches Herz, das zwei Welten vor dem Untergang rettete und das oberste Übel für immer besiegte. Es ist der Anbruch eines neuen Tages für Engel und Menschen. Denn die größten Verteidiger der Menschheit, die Nephalem, haben sich erhoben, um die Finsternis zu bekämpfen, der wir uns in unserem Stolz nicht stellen wollten. Wir haben's geschafft. Diablo ist besiegt. Meine Brüder, ich nehme meinen Platz unter euch wieder ein. Tyrael. Als Sterblicher. Hat sich richtig entschieden. Völlig richtig. Da der Gerechtigkeit heute Genüge getan wurde, werde ich nun die Weisheit vertreten. Für diejenigen, die alles riskiert haben, um uns zu retten. Für immer werden wir einander zur Seite stehen. Engel und Menschen. Im Lichte dieses glorreichen neuen Morgens. Ja. So sieht's aus. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Diablo 3 durchgespielt. Okay. Ja. Das sehen wir auch so. Und da sehen wir jetzt dann noch die Credits. Lassen wir natürlich durchlaufen. Ja, Game Design, Blizzard Entertainment. Sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mein Gott, Diablo 3. Ich wollte am Anfang nur Reaper of Souls spielen, hab mir dann gedacht, ne, ist auch doof, spiel mit euch Diablo 3. Hab dann meinen Charakter weitergespielt, den wir ja aber am Ende dann auf über 60 gekriegt haben, mit Paragonstufe und. Hat mir Spaß gemacht, mit euch das Spiel zu spielen. Ich kannte es schon, es hat mir vorher schon super gefallen, es gefällt mir jetzt auch noch super. Die Geschichte ist toll, die Videos sind klasse. Ja, es ist ein schönes Spiel. Viele haben ja gemeckert nach Diablo 2, ah, Diablo 3 voll doof, nö. Ich mag's. Ich mag es sogar sehr gern und ich freue mich auch schon darauf, mit euch vielleicht Reapers of Souls zu spielen. Ja, ob das was wird? Ne, mal sehen. Ja, lasst euch überraschen. Ich werde mir da schon irgendwas werde ich mir da schon einfallen lassen. Irgendwas werden wir schon machen und dann werden wir mal schauen. Wir haben jetzt aber auch ein paar neue Let's Plays. Die müssen ja auch laufen.
Aber wir schauen mal. Vielleicht lasse ich so... Ah, ich weiß noch nicht so genau. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Keine Sorge, Jungs. Ich mach das schon. Ansonsten, wir waren barbar. Wir haben die Welt, die hohen Himmel, die Menschheit und die Engel vor Diablo und dem... Also er ist ja das übelste Böse, aber er hat ja noch die sieben Bösen in sich vereint gehabt. Also war er richtig übel, ja. Aber auch das haben wir geschafft. Ja. Ich freue mich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch dieses Spiel zu spielen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch an der Stelle hier. Ja, das tue ich. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, hinterlasst doch ein paar Kommentare, ein Abo, irgendwas in die Richtung. Vielleicht auch einfach nur einen Daumen hoch, gefällt mir oder irgendwas. Oder besucht mich auf facebook.com/JardiLP. Auf Twitter könnt ihr JardiLP finden, wie ihr wollt. Schreibt mir Nachrichten, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für irgendwas, macht das. Wenn ihr mal was zusammenspielen wollt, ey, gerne. Habe ich kein Problem mit, schreibt mich an. Egal was. Und ja, dann werden wir schon eine zufriedenstellende Lösung finden. Also Freunde, viel Spaß. Haut rein, euer Jardi. Ciao.